Oberliga gegen Regionalliga, Berkan Algern gegen Thomas Seliger oder einfach Altona 93 gegen Eintracht Norderstedt. Und damit ein herzliches Willkommen zum Hamburger Pokalfinale 2016 hier im Stadion Hohe Luft. Wer kann sich die 5000 Euro Siegprämie sichern und wer darf damit auf der großen Bühne DFB-Pokal ran? Wir hoffen auf einen spannenden Pokalfight und damit gebe ich ab an unseren Kommentator Jan Scharpenberg. Auch von mir ein herzliches Willkommen zum Pokalfinale. Wir kommen direkt zu den Aufstellungen. Bei Altona keine großen Überraschungen, Trainer Berkan Algern im klassischen 4-4-2. Eintracht Norderstedt im 4-1-4-1, im Tor die dicke Überraschung. Johannes Höker nur auf der Bank, stattdessen Ole Springer zwischen den Pfosten. Das Hohe Luftstadion begrüßt bei strahlendem Sonnenschein 4705 Zuschauer. Norderstedt in der Saison mit viel Verletzungspech, im Pokal dennoch souverän. Altona 93 in guter Form, im Pokal erst mit 2 Gegentoren. Das ist Jan Lüneburg, Torjäger in Diensten von FC Eintracht Norderstedt. Der Mann hat Pokalerfahrung, stand 2013 mit dem FC Enzhorn schon einmal im Pokalfinale und verlor. Heute will er die Trophäe mit nach Hause nehmen. Wir springen direkt in die 5. Minute. Ecke Altona. Der Ball kommt in den Strafraum geflogen, an allen vorbei und landet irgendwie bei Balzis. 1:0, Tor für Altona. Wie im Halbfinale, Balzis mit dem Führungstor. Vielleicht erinnern Sie sich an Ralf Balzis. In den 80er Jahren Profi beim HSV und bei Eintracht Frankfurt. Zweifacher DFB-Pokalgewinner. Das hier ist Sohnemann Ricardo. Norderstedt spürbar verunsichert, tut sich schwer, das Spiel schnell zu machen und Altona verlegt sich aufs Kontern. 29. Minute, Koch mit der perfekten Abgabe zu Lüneburg und der fackelt nicht lange, aber du brätst mit den Fingerspitzen zur Ecke. Lüneburg hat einen schweren Stand, kommt kaum einmal zum Abschluss. Norderstedt jetzt besser im Spiel, Töxels versucht es auch mal und du brätst wieder auf dem Posten. Ende der ersten Halbzeit, die beste Chance für Norderstedt. Wir springen direkt in den zweiten Abschnitt und es passiert lange Zeit gar nichts. Norderstedt schafft es nicht, das Spiel zu machen und Altona will nicht. Dann aber die 75. Minute. Kapitän Sachs will sicher spielen, aber sein eigener Keeper Dupretz macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Der nimmt den Ball in die Hände. Klarer Fall für Schiri Ehlert. Rückpass, indirekter Freistoß. Und das sieht man auch selten. Der Keeper vor der eigenen Mauer. Koch mit dem Freistoß. Schafft er es, ihn reinzumachen? Nein! Das Tor bleibt für Norderstedt vernagelt. Altona selten, aber ab und zu auch mit Offensive. Das ist Balzis. Der bitte zum Tanz. Und der Abschluss? Zu harmlos. Wir sind fast am Ende der Spielzeit angelangt. Norderstedt jetzt mit purer Verzweiflung noch einmal in den Strafraum. Der Ball landet irgendwie bei Töxels und der zieht ab. Was ein Schuss, der ist drin. Wahnsinn. 1:1 in der letzten Sekunde. 3 Tore hat Töxels im Pokal gemacht. Mit seinem 4. rettet er die Eintracht im allerletzten Moment in die Verlängerung. Das Spiel kurz vor dem Ende. Altona hat den Pokal schon so gut wie in der Vitrine stehen. Und dann kommt Töxels. Erste Halbzeitverlängerung. Es ist jetzt deutlich zu spüren. Norderstedt will die Entscheidung. Der eingewechselte Schulz herrlich mit der Hacke auf Torjäger Lüneburg. Rums, wieder ein Fährschuss, wieder drin. 2:1. Eintracht hat das Spiel gedreht. Und Lüneburg, der hat noch Kraft. Läuft über den halben Platz zu Johannes Höker. Überraschend nur auf der Bank. Für Lüneburg bleibt er die Nummer 1. Was Töxels kann, kann ich schon lange, denkt sich Lüneburg und hält einfach drauf. Keine Chance für Dupretz. Norderstedt mal endlich mit Platz. Lüneburg, der hat immer noch nicht genug, aber Dupretz spielt auch noch mit. Und wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Koch, der Kapitän, macht höchstpersönlich den Deckel drauf. 3:1. Koch, Sohn des Vereinspräsidenten, sichert seinem Vater, dem Verein und natürlich auch sich selbst die Chance auf das große Los im DFB-Pokal. Aber halt, einen haben wir noch. Schulz marschiert einfach durch den Strafraum und bitte 4:1. Sein letztes Spiel im Trikot der Eintracht,
Schulz verlässt den Verein Richtung Dassendorf und was für ein Abschied. Vorlage zum 2:1 und 4:1 selbst gemacht. Dann ist es vorbei, der FC Eintracht Norderstedt ist Pokalsieger. Verdient, aber sicherlich zu hoch gegen ein Altona 93, das 89 Minuten wenig zulässt, aber eben auch selbst zu wenig Offensive zeigt. Das war das Hamburger Pokalfinale 2016 und es gab genau das, was wir uns gewünscht hatten, einen spannenden, wirklich spannenden Pokalfight mit einem verdienten Sieger am Ende Eintracht Norderstedt. Damit verabschieden wir uns hier aus dem Stadion Hohe Luft und sagen auf Wiedersehen und bis bald.